Das ist so ein bisschen der Nachteil. Wenn man's, wenn das mittlerweile so lang ist, kriegen echt nicht mehr viel Alkangas da oben ab. Ich hätte höchstens einen Plan, wo ich das so ab und zu mal ein bisschen zwischenspeichern kann. Also. Jetzt, jetzt kann ich schreiben. Was hat sich verändert? Knarf? Also, kurze Info, Knarf konnte jetzt im Chat nicht schreiben öfters. Ich hatte keine Ahnung warum, weil. Hab nichts gemacht. Ich hätte einen Plan. Und zwar, passt mal auf. Damit ich hier ein bisschen mehr Alkangas habe, haue ich ab und zu mal solche Tanks mit dazwischen. Weil die speichern das ein bisschen und machen so eine Art Druckausgleich. So, hier kann ich den schön dazwischen hauen. Hau ich hier mal noch einen dazwischen. So. Hau ich ab und zu mal ein paar Tanks. Ich hau einen Tank dazwischen. Hier ist jetzt doof. Wo läuft denn das Alkangas rum? Ja, das ist sehr nah an den anderen Tanks. Aber dann mache ich hier noch einen Tank. Also zwischen. Damit da dann überhaupt noch ein bisschen was durchkommt. Ja, brauchen wir gerade Stahl? So viel? Ende ist auf einmal so leer. Hier drüben produzieren, die fliegt runter, das ist gut. Hier ist wieder relativ voll. Es ruckelt mittlerweile schon, wenn wir ein bisschen rauszoomen. Hier brauchen wir eigentlich gar nichts. Dann mal weiter rauf. Hier. Wir so viel Stahl. Gerade. Sein. So synchronisieren wir irgendwo nochmal. Okay, oder ich hau da wirklich nochmal ein Stahlwerk hin. Krieg dann Ding. Weißt du, immer wenn ich Urlaub habe, so eine Zeit lang, ich sitze ja dann auch relativ viel vor dem PC, da habe ich Knieschmerzen. Das ist einer, warum? Achso, ich brauche mehr, ich brauche auch mal ein paar Tanks hier oben vielleicht, ne? Da ist ein Tank noch. Bin halt so mittendrin, habe ich angefangen. Hm. Hier vielleicht noch. Mal. Wenn ich hier einen Tank noch herhau. Klappt das irgendwie? Mach den einfach dahin. Und wenn wir ein bisschen einen Druckausgleich noch haben. Gut, das müsste eigentlich reichen vom Abstand her. Dann füllen die sich nicht langsam auch immer ein bisschen mit auf. Wenn dann der Verbrauch weg ist, sind die voll und dann schaffen die das ein bisschen besser im System. Weil der hier oben hat halt wirklich nichts mehr. Der wird ja auch nicht voller, seht ihr. Das ist halt so am Arsch der Welt. Ich will jetzt hier oben nicht nochmal irgendwo eine Ölfertigung hinmachen, weil dann muss ich irgendwie das Öl darauf schaffen. Mhm. Okay. Jetzt geht's aber weiter mit den roten Chips. Rote Chips, was haben wir gesagt, was wir brauchen? Kunststoff und grüne Chips auf eine Lane, genau. Kunststoff und grüne Chips auf eine Lane. So. Würde ich jetzt einfach so machen. Hier Kunststoff. Von hier grünen Chips. Dann nehmen wir einfach genau hier. Später brauchen wir ja auch noch ein paar. So. Meier. So. Dann mache ich das mal so. Ein Stück. Eins. Hier, zwei, drei, vier, Stück, sieben, acht, zehn. Ich hoffe, das funktioniert und wir müssen ernsthaft dann mal ein bisschen was zu Blaues tauschen mit der Zeit. Ich sehe es hier unten gerade wieder, die Kupferkabel, die rutschen nicht so wirklich durch.
dass die Lane so langsam. So, hier hinten, wenn du es anschaust, die Fertigung vollkommen in Ordnung, aber die roten Dinger sind jetzt einfach mittlerweile zu langsam. Warte, das kriegen wir hin. Aber da habe ich noch 10 Sekunden hin. Ich wollte jetzt aber heute unbedingt mal die wunderschönen Raketen starten. Und hier kommen Kabelchen. Kabelchen. Dann von da. Okay. Dann haben wir das hier. Rote Chips bitte. Einmal. Ich weiß, die sind jetzt echt langsam, weil da nur Ding drin ist. Da habe ich es vergessen. Hier rote Chips. Und jetzt packen wir hier eigentlich auch gleich mal die Geschwindigkeitsmodule rein. Also das dauert es wirklich ja Millionen. Wird es wirklich nichts. Ich sollte vielleicht noch Ärmchen hinpacken, damit die roten Chips auch rauskommen. Okay, dann könnten wir rein theoretisch dahinter. Entweder machen wir nochmal rote Chip-Fertigung. Direkt dahinter. Dass ich vielleicht sogar. Ich guck gerade noch so ein bisschen. Wir brauchen einen Prozessor. Ich brauche ja auch nur zwei. Ich brauche mal sehr viel Grüne. Ich glaube, ich packe trotzdem die roten Chips nochmal dahinter. Oder oben drüber. Ja, eher dahinter. Packen die nochmal dahinter dann. Wenn wir das, wenn wir das fertig haben, dann können wir es nicht kopieren. Machen wir bis da. Das ist schön kopierfreundlich. Zack, zack, zack. Zack, zack. Nee. Zack. Die Chips lasse ich dann nochmal neu da auflaufen. Die werde ich dann Teilerfließband. So. Jupp, reicht mir schon. Und ein bisschen Abstand. Ja. Bitte einmal bauen. Ihr seid noch, müsstet noch gerade noch so im Logistiknetzwerk sein. Ihr seid auch noch drin. Gut. Dann kommt da mal Strom her. Die dürfen wir einmal fertigen. Jetzt hat auch hier ein Teilerfließband. Hier Underground Belt. Oh. Das nicht ganz einfach so. So. Kunststoff würde ich da oben dann mit dem Teilerfließband von oben runterlaufen lassen und die Chips mit dem Teilerfließband von da unten. Einmal bis da. Zack. Und ich crafte jetzt mal ganz schnell ein paar Teilerfließbänder. Ein Drohnenlager in die Lücke. Oder hast du. Was? Ein Drohnenlager? Warum Drohnenlager? Meinst du einen Roboterhangar? Ja, der kommt noch. Der kommt da oben dann wieder. Ich muss erstmal. Weil sonst ist es nämlich gleich doof. So, Kunststoff. So. Hier auch noch Kunststoff durch. Die sollten schnell genug sein. So. Zur Lücke. So. Dann brauchen wir noch hier auf jeden Fall mal so, damit der Strom mal überspringt. Ich habe eine Zahnzusatzversicherung sogar. Weil ich echt schlechte Zähne habe. Ich sag, mein Zahnarzt, die habe ich geerbt. Mein Vater hat schlechte Zähne, ich habe schlechte Zähne. Aber ich bin. Ich krieg. Sagen wir es einfach so: Ich krieg mittlerweile einen Mengenrabatt bei meinem Zahnarzt.
Ich gehe halt sehr oft. Ja, also in einem Jahr vielleicht. In einem Jahr so schon ein paar Mal beim Zahnarzt. 10 Stück, ja, die brauchen wir auch noch. Achso, ich hätte sogar ein paar gehabt. Ja, egal. Ja, Robos, ihr dürft. Ernsthaft, ihr habt nicht alle geholt? Da holen einfach die Logistikroboter noch die weg. Danke. Da fehlt immer. Wollt ihr mich verarschen? Hätte ich die per Hand, ist mir auch egal. Pü? So, und ich mache mal gleich noch ein paar Teilerfließbänder, solange ich hier noch bin. Okay. Dann haben wir jetzt hier rote Chips. Rote Chips ist in Ordnung. Daraus müssen wir jetzt Geschwindigkeitsmodule machen. Und danach Prozessoren. So, Schwefelsäure fließt eh rauf. Fünfe. Ich jetzt hier noch was zum Trinken stehen zur Not. Nicht das hier. Ich eigentlich Kaffee nochmal mal. Okay. Hab ich irgendwas vergessen? Wir haben jetzt eigentlich alles hier, oder? Kann ich direkt da die Geschwindigkeitsmodule weitermachen? Und danach die Prozessoren. Mache ich erst die Geschwindigkeitsmodule, weil wir nur grün brauchen. Einzelgeschwindigkeitsmodule, genau. Aber ich brauche da oben erstmal wieder ein paar Roboterhanger, wir sind da gleich vorbei. So. Roboterhanger. Ja, ihr habt noch keinen Strom, der kommt gleich. Roboterhanger. Machen wir als erstes Geschwindigkeitsmodule. Brauchen wir auch relativ lang, oder? Brauchen wir 5 zu 5. Da würde ich dann direkt hier direkt zu machen. 5 zu 5 brauchen wir. So. Lass die mit ein bisschen Abstand hier dann vorlaufen. So. Dann machen wir die da. Dann machen wir hier wieder so 10 Stück. Schön, dass ihr mir alles gleich wieder bringt. Das finde ich super. Da kann man immer so nebenbei ein bisschen weiter craften. Das sind jetzt hier Geschwindigkeitsmodule. Die wir mit Geschwindigkeitsmodulen schneller machen, damit die Geschwindigkeitsmodule schneller gehen. Hm? Klingt nach einem Plan, oder? Wir brauchen hierfür keine roten, nur Prozessor und Geschwindigkeitsmodule. So. Die Prozessoren. Muss ich eh ins Logistik laufen lassen? Dann würde ich die Geschwindigkeitsmodule auch ins Logistik laufen, weil woanders, denke ich, auch noch Geschwindigkeitsmodule abgefragt werden. Und zwar hier an der Forschung. Das finde ich nicht schön. Aber wir haben doch hier unten hier auch nochmal Geschwindigkeitsmodule. Einmal. Machen wir es mal so. Passive Anbieterkiste, passive Anbieterkiste, passive, passive. Ich brauche gleich wieder ein paar mehr. So.
Hier die Geschwindigkeitsmodule. Ich werde es später vorsichtig alles eben ein bisschen vielleicht noch durch Gelb austauschen und sowas. Aber ich habe momentan halt einfach keine gelben und ich möchte einfach mal durchstarten, dass ich schon mal alles aufbaue. Austauschen kann ich ja jederzeit später noch. Wir packen da einfach dabei hier ein paar von denen rein. Weil es eigentlich an der Forschung scheißegal ist, wenn ich da ein bisschen abziehe. Ich ziehe ja nur bedingt ab, oder? Ich werde nicht volle Knässe abziehen. Weil ich brauche ja hierfür immer nur eins. Von jedem eins. Wenn ich zehn, wenn ich sage, hier sollen nur zehn sein, soll es doch hinhauen, oder? In der Kiste. Oder wir machen, sagen wir, sollen halt nur 100 drin sein, dann kann der 10 Raketensteuereinheiten her. Ne, kann der 100 draus machen. Okay, dann haben wir das. Jetzt hat als nächstes kommt der da. Den da mag ich nicht. Ich brauche zu viel Grüne. Lass mir erstmal die Roten rausfließen. So. Rot fließt raus. Ist schön. Okay. 20 und 2. Okay. Dann mache ich das. Wo sind... Da brauche ich aber auf jeden Fall welche. 10 Stück. Ach, guck mal. Ich klaue mir einfach hier die 12 raus. Oder brauche ich da mehr? Ah, ich brauche 4. Ich klaue mir die einfach hier da raus. Dann muss ich keine Module craften. Die sind nicht immer die, was so lange dauern. Habe ich jetzt davon? 6. Dann muss ich noch 4 Stück herstellen. Pack die Geschwindigkeitsmodule wieder zurück. Das geht schon schnell. Okay, es geht schon. Hier die leerer Delay, aber okay, ist nicht schlimm. Ich brauche ihn jetzt auch gleich als nächstes. Hier. Und weil wir doch ein bisschen nicht so das Vertrauen drin haben, dass es hier nur so klappt, dass ich es synchronisieren kann. Ich produziere. Wir brauchen halt ernsthaft die besseren Fließbänder, die schnelleren. Da hilft nichts. Wir brauchen sie. Hätte ich vielleicht schon ein bisschen eher. Hier, das läuft. Jetzt brauche ich von denen hier. Nicht nein. Aus. Ui. Die. Lass hier mal ein bisschen Abstand. Wir wollen hier die Prozessoren. Die Prozessoren. Ganz schön Prozessoren. Einmal brauchen wir grüne. Einmal brauchen wir rote. Keine Ahnung, wie ich das mache, weil das Ding voll im Weg ist. Ja, finde ich schon eine Lösung. So. Rote. Rote Chips. Da müssen wir auch auf gelbe hin. Ja. Ja, der Kupferdraht geht hier nicht aus. Irgendwie machen wir das schon. So, wir brauchen hier aber auch ein paar grüne gleich noch. Deswegen habe ich das so gemacht, wie ich es jetzt gemacht habe. Dass wir gleich unten mehr Grüne produzieren, also hier. Die irgendwie alle da wegfließen. Die überall hier gebraucht werden. Na toll. Ich brauche gar nicht so viele Anbieterkisten. Brauche ich gar nicht. So. Hm.
wollte halt ein bisschen was zwischenspeichern. Passive Anbieterkiste. Routen kommen halt überhaupt nicht hinterher. Aber sowas von überhaupt nicht. Aber auch so, weil ein bisschen die grünen Chips ausgehen, das gibt's auch nicht. Und da, weil da nicht genug Kupferdraht schnell genug nachfließt. Ich sehe das, mit sich das immer ärgert. Wir brauchen hier auf jeden Fall beim ernsthaft blaue. Hilft nichts, wir brauchen das. Hier. Weil hier oben kommen dann, glaube ich, so gut wie keine grünen wieder an. Das ist ja auch das Problem beim anderen. Dass da nur der Kupferdraht nicht schnell genug nachfließt. Hey, Fliege! Ich hasse Fliegen. Die sind so aggressiv. So. Da darf dann die Schwefelsäure rein. Zack, zack. Zack, zack. 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 Ui. Zack. Zack. So. Zack, und jetzt müssen wir hier vielleicht nochmal so. Die grünen Chips müssen wir herkriegen. Irgendwie. Darf ich noch ein, zwei haben vielleicht mit Glück. Schaut aber irgendwie schon wieder gar nicht danach aus, als ob man noch ein paar grüne Chips haben. Immer dieses Problem mit diesen scheiß grünen Chips. Aber immer wieder. Wenn es geht, kriegen die roten Chips hier halt auch keine grünen Chips ab. Aber nicht mit mir. Leer. Machen das jetzt mal schnell leer. Kopieren jetzt hat. Das können wir eigentlich mitkopieren, weil wir die Roboterhangar da oben eh brauchen. Das jetzt einmal. Das hier. Hier rauf. Ach nee, ich brauche gar keine. Einmal hierauf. Geht noch nicht, weil wir erstmal leer räumen müssen. Erstmal dem Spiel sagen, hey, da darfst du abreißen. Genauso wie hinten das Eck. Dann kopieren wir das jetzt wirklich einmal hierauf. Und dann kriege ich hoffentlich, dann lasse ich die grünen Chips nicht nochmal hier unten mit ranlaufen. Und einfach mit synchronisieren. Wird schon klappen dann, hoffe ich mal. Also hoffe ich mal. So, oben muss, das obere Ding muss Kupfer ran. Also hier. Ich brauche mal ein bisschen Beton. Ich brauche mal ernsthaft ein bisschen Beton. Ich weiter. Ich mal bitte. 1000 Beton. Würde es mir ein bisschen einfacher machen. Also hier muss Kupfer ran. Weil ich will nicht, dass man immer so ein bisschen noch durchlaufen kann, ohne dass das Zeug stört. Und ohne, dass man die ganze Zeit weggezogen wird. Das nervt mich nämlich persönlich sehr. So, hier? Brauche ich den nächsten Roboterhangar? So. Ah,
Den fehlt ja noch Säure da hinten. Das muss ich auch gleich noch machen. Aber lassen wir erstmal das da oben den hinbauen. Jetzt muss ich auch mal davon noch ein paar machen. Ich setze es einfach hier direkt nebendran. Den passiv hier an mit der Kiste gleich mal. Da brauche ich ein paar mehr noch. Und setze das dann einfach da rein. Uns ist mehr nicht aus dem Inventar und die Logistikroboter ziehen es nicht raus. So, ich ziehe mal auch gleich noch weiter. Hey, danke. Da, die Lane wird halt auch immer kürzer. Hier hätten wir Platz. Platz ist immer gut. Ihr habt keinen Strom. Ja gut. Hier. Jetzt müsstet ihr... Du hast da hinten auch noch keinen Strom. Hier. So. Jetzt auf jeden Fall verbunden. Okay, ach, euch fehlt das Teilerfließband. Das ist ja nicht mehr drin. Euch fehlen die Teilerfließbänder. Auf, was fehlt? 6 Teilerfließbänder, die packen wir einfach mal schnell da rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Euch fehlen noch ein paar Arme. Mach ich mal schnell noch. Weil sonst bringt ihr mir die nur. Mache ich hier noch ein paar Teilerfließbänder, so. Ich habe meinen Beton. Kann ich meinen Weg hier mal raufziehen? Achso, erstmal kein Beton mehr, bitte. Ihr braucht noch Eisen. Was fehlt jetzt noch? Immer noch? Ich hab die doch da reingepackt. Also 3 Stück davon. Und ein paar Teilerfließbänder. Müsstet ihr die doch haben. Wollt ihr mich verarschen? Ach so, weil ich ja die 50 selbst anfordere. Ups. Ich habe ja keine 50 mehr. Immer noch? Jetzt ist aber Schluss. So, wir müssen momentan eh nichts anderes craften. Wie viel haben wir davon noch? Nur noch 136. Also wir haben da schon einige verbraucht. So. Kupferdraht wird schon hergestellt. Jetzt muss ich noch Eisenplatten rüberschieben. Eisenplatten sind ja noch momentan noch genug vorhanden. So. Gut. Jetzt müsstet ihr ja auch weiter produzieren können. Ich brauche mir dann gerade nicht mehr. Okay, ihr dürftet jetzt alle Eisenplatten bekommen. Das heißt, ihr dürftet alle loslegen können. Das ist mir gerade mal egal, dass wir das so nach oben laufen. Ja, wobei. So, und wenn jetzt die grünen Chips nicht reichen, fress ich einen Besen. Was ist mit Eisen los? Okay.
Bei euch wollte ich jetzt noch ein paar Tanks dazwischen hauen, weil wir ja ein bisschen das Problem haben, dass der Druck nicht mehr da ist, nicht mehr so ist. Obwohl das ja weitaus eine kürzere Strecke ist als... Ach, jetzt produziere ich davon so viele. Warte mal, das breche ich mal kurz ab, damit ich hier die weiter bekomme und dann mache ich da noch ein paar. Übrigens, mit meinem guten Vorsatz, Beton gleich automatisiert überall drunter zu hauen, hat auch sehr gut funktioniert, ha? Das kann ich dann auch gleich über die Roboter machen lassen, dann im Nachgang. So, wir brauchen sonst hier nirgends mehr Schwefelsäure. Jetzt habt ihr Schwefelsäure. Ihr könnt produzieren. Hier wird produziert, da kommen die roten Chips nur wieder nicht so gut nach. Ich glaube, da müssen wir einfach nur eine Sekunde warten. Weil da jetzt halt auf jeden Fall genug grüne Chips da sind. So, hier haue ich gleich die Geschwindigkeitsmodule rein. Fahr dabei erstmal ein paar Meter weg. Hat auch noch gereicht. Dann kriegt ihr hoffentlich genug Chips jetzt ab. Hier weiß ich nicht, warum ihr immer noch nicht genug abbekommt. Weil die zu langsam sind, ha? Okay, packe ich mir hier nochmal 50 raus und mache ein paar grüne, ein paar gelbe Montagemaschinen. Dann packe ich die auch dahin. Packe ich die jetzt da. Hier hin. Und hier drüben hin. Und pack da Geschwindigkeitsmodule rein. Und dann, Jungs, haut bitte mal richtig fett auf. Denn wir haben ein bisschen noch vor, eine Rakete zu starten. Die ich echt nicht mehr schaffe. Leider. Ich beeile mich schon so gut ich kann. So, und jetzt hat... Was? Schon wieder? Es kommt schon wieder, kann ich genug grüne Chips nach. Ich könnte kotzen. Ich fresse jetzt einen Besen. Gibt's doch nicht. Okay, ich lasse jetzt einfach laufen. Kann auch nicht mal viel machen. Noch irgendwas angeflogen für mich? Danke. So, jetzt haben wir eigentlich alles dafür. Jetzt brauche ich eigentlich nur einen Raketensteuereinheit. Die wird bestimmt... Ah, guck mal. Guck mal. Das habe ich ja ganz vergessen. Und zwar habe ich ja hier keine roten Chips da an den Kupferdraht mit dran. Dann gehen hier hoffentlich ein paar grüne Chips schneller. Hoffe ich. Okay. Schwefelsäure ist da. Da ist der Druck auch echt in Ordnung noch. Die produzieren. Auch Probleme mit grünen Chips. Okay. Ich habe noch ein paar davon. Das ist jetzt, hier geht es jetzt hier damit weiter. Und zwar würde ich das jetzt einfach mal... Zwar mache ich hier eine passive Anbieterkiste und... Dann machen wir das so. Und so. Brauche ich eine Anforderungskiste hier. Hier und hier. Geh weg. Und ihr sollt hier Raketensteuereinheiten produzieren. Und Raketensteuereinheiten. Kann ich jetzt noch gleich ein paar Mal kopieren. Wir brauchen Prozessoreinheiten. Und Geschwindigkeitsmodule. Und da wollten wir ja so machen. Geschwindigkeitsmodule. 100. Auch von Puffer. Und Prozessoreinheiten. 100. Auch von Puffer. Okay. Das gleiche machen wir hier. Prozessor. Puffer. Geschwindigkeitsmodule.
auf Pufferkisten und auch 100. Dann haben wir hier automatisch die Raketensteuereinheiten. Kommen gerade schön angeflogen. Was für einen Müll habe ich denn die ganze Zeit hier unten drin? Mach einfach ruhig. Dann leere ich dich mal aus und kopiere dich jetzt einfach. So. Ja, das reicht mir schon. Hier. Und hier. Her. Dreimal? Ich weiß nicht, wie schnell craften die. Ich fahre den Prozessoreinheiten. Wird geliefert. Und wo liefert ihr? Warum liefert ihr nicht von hier? Das sehen wir nicht jetzt, wie lange die... Die brauchen auch relativ lang. Ach so, euch fehlen die. Warte mal. Ich kann nicht mehr mal schnell hier ein paar rausklauen wieder. Das seid ihr? Ihr seid ihr. Mach ich davon noch ein paar und den einen lege ich wieder zurück. So. Plopp. Mache ich hier jetzt auch. Ich denke, das sollte reichen. Ihr seid da oben nicht mehr im Logistiknetz. Okay. Müssen wir das halt mal schnell ändern. Packe ich einfach so direkt dahin. Jetzt seid ihr im Logistiknetz. Und da kommen sie angefliegt. Alle angefliegt. Alle. Okay. Dann haben wir das. Was brauchen wir denn noch? Den Satelliten aus nächstes. Brauchen wir Radar. Alles andere kann ich ranschicken. Brauchen wir den Radar? Was Radar? Grüne Chips, okay. Zahnräder und Eisenplatten, gut, das ist kein Akt. Ich hätte Bock, das einfach nochmal zu klatschen. Das Ganze hier nochmal zu kopieren und nochmal herzuhauen. Ohne Mist. Da bewegt sich jetzt schon viel. Ich hader gerade mit mir. Soll ich das nochmal herhauen? Ich hau das nochmal her. Reiß ich aber mal schnell dich ab. Ich hau das nochmal her. War zu weit. So. Ich hau das ganze Ding jetzt hier nochmal so her. Da oben drüber. Hau ich das nochmal her. Muss aber erstmal wieder zum Abriss geben. Damit ich Bescheid weiß. Abriss. Hau ich das ganze Ding jetzt hier noch einmal her. Sollte eigentlich so überspringen. Machen wir trotzdem. Dann sind die auch automatisch im Logistik. Da können wir den Rest hinsetzen. Eieieiei, das hört irgendwie gar nicht auf, ne? Oben Kupfer, unten Eisen. Hallo Katze. Kupfer. So, dann haben wir immer noch zwei Lanes eigentlich übrig. Oder zwei Sachen eigentlich übrig. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas, was man da oben drüber bauen kann. Okay. Achso, eine Lampe will ich mir da vielleicht noch so hinsetzen.
Okay, jetzt haben wir das. Underground Builds schmeiß ich auch gleich her. So. So. Halb sechs. Zack, komm auf sechs. Ich will doch nur eine Rakete. Mehr will ich doch gar nicht. Mehr will ich doch gar nicht. Mehr will ich doch gar nicht. Gut, ich brauche mal eh nicht mehr. Okay. Euch fehlen Edi. Die habe ich bei mir im Inventar. Die setze ich einfach per Hand hin. Die, was euch fehlen. Dann müsst ihr die nicht ewig rumfliegen und es geht ein bisschen schneller. Du hast keinen Strom. Du hast nichts für Strom. Du hast Strom. So. Setze ich das per Hand hin. Okay. Gut. Machen wir das. Hier kommt Eisen schon hin. Kupfer kommt auch gleich. Sobald es hier platziert ist. Katze, geh mal bitte weg. Wir wollen noch die Radareinheiten. Wir brauchen ein paar Zahnräder. Das sollte eigentlich... Ein paar Zahnräder und Eisenplatten. Das sollte eigentlich kein Akt sein. Das mache ich hier. Zack, zack. Fünf Stück. Ich werde meine Lane noch gleich mal umbauen, weil ich wollte es eigentlich schön machen. Das habe ich da ein bisschen was doof gebaut. Was fehlt euch denn? Ach, 40! 40 von den... Ah, okay. Euch fehlen ganz viele davon. Warte mal, die mache ich euch. Die mache ich euch. Die mache ich euch. Die mache ich euch. Sorry! Sonst? Anbieterkiste. Ja, gut. Packe ich hier mal zwei. So, Anbieterkiste. Wofür vorher fehlen euch passive Anbieterkisten? Da irgendwas mit kopiert? Keine Ahnung. So, 50 habt ihr schon mal? Ja gut, die reichen mir. Gegen das Rote ins Logist. Ist egal. So, was war jetzt nochmal für Radar? Eisenplatten und Eisenzahnräder, okay. So, wie viel? Wie war die Mischung hier? 10, 5, okay. Baue ich mal schnell das um. Also viel muss ich ja nicht umbauen, aber ich baue es trotzdem um. Klickt. Nein. So. Spare ich mir da so einen Underground-Tunnel. Mir noch zweimal Eisen und zweimal von oben. Ich glaube, das ist auch ganz okay. Also fünf Zahnräder, fünf Schaltkreise, okay. Ey, ich sag's euch. Es muss jetzt reichen. Warum macht ihr da vorne nichts? Warum kommt bei euch nichts? Euch fehlen noch die langen Arme. Okay. Die sollten aber kommen. So. Teilerfließband, Teilerfließband. Dann gehe ich am besten irgendwo direkt da rein wieder.
Wie? Jetzt reicht ihr aber hier, oder was? Bin ich verarscht. Egal. Dahin. Jetzt haben wir sie gebaut. Das ist wurscht. Komm hier. So. 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 Und hier oben werde ich jetzt auf jeden Fall mal eine passive Anbieterkiste herklatschen. Und zwar hier. Mit Greifarmen. Die hier und da nehmen. So. Dann kommt da von da auch nochmal ein paar Chips ran. Für irgendwas, wenn ich es mal brauche. So, weiter geht's bei euch. Zahnräder. Warum reicht das auf einmal? Vorhin hat es nicht gereicht. Woran scheitert es denn jetzt? Wo ist der Verbrauch nicht mehr da? Andere Frage, wo geht es überhaupt hin mittlerweile? Da geht's hin. Die roten. Was scheitert da? Der Kunststoff. Warum scheitert der Kunststoff? Weil es kein Alkangas mehr kriegt. Weil du kein Alkangas mehr kriegst. Auch nicht. Weil du kein Alkan bist. Da muss ich mir was überlegen. Ja, warum bekommst du kein Alkangas mehr? Damit es so unten leer klutscht? Nein, nein, nein. Wir haben es da unten leer gelutscht. Die wandeln um. Die Züge müssten. Müssen vielleicht noch so ein bisschen umwandeln lassen, dann irgendwo, dass ich da noch hier klatsche, dass mir aus dem leichten, schneller Alkangas mitmachen. Oh nein. Okay. Hallo Katze. Radareinheit. Wollte ich eigentlich auch schon die ganze Zeit mal machen. Das wird hier so laufen. Ich glaube, die gehen relativ schnell, da muss ich gar nicht so viel machen. Also wenn ich da jetzt halt hier so 1, 2, 3, 4, das hier nicht sogar zu viele sind schon. Was machst du, Katze? Jetzt ernsthaft, was machst du? So, zack. Nee. Weg. Ich denke, das reicht. Passive Anbieterkiste. Pack jetzt aber dahin. Zack. 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 Radar. Hier hin. Radar. 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 Komm mal rum. So. So. Ein Lämpchen, damit es dunkel ist. Da. Und drüben noch eins. Die sind schon schnell. Was bekommt ihr nicht? Ach, der Arm ist zu langsam. Oh. Dass der lange Arm zu langsam ist, okay. Muss ich jetzt irgendwie anders machen mit Strom? Bessere Idee. Dafür muss ich aber mal kurz warten. Ich denke, das ist auf jeden Fall Logistik oder ich craft schnell einfach eins. Ich craft schnell eins. Müsste schneller gehen. Geht auch. Ich craft zwei. So. Schaut doch gut aus, ha? So. Jetzt haben wir die auch in der passiven Anbieterkiste, weil ich lasse mir die immer anfordern. Warum habe ich so viele Logistikroboter einstecken schon wieder? Habe ich auch Roboter? Nö, die habe ich nicht.
Okay. Lass mich mal kurz überlegen. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch hier den Satelliten. Mache ich das einfach so. Ich weiß jetzt nicht, wie viel. Näher anbauen. Dass der Arm nicht mehr drin ist. Ich kann das immer noch näher anbauen. Ich brauche noch eine passive Anbieter. Eine Anforderungskiste. So. Weil ich weiß, du brauchst ups, doch, passt schon. Ein Satelliten pro Rakete. Du sollst jetzt den Satelliten herstellen. Dafür brauchen wir 100 mal Ringedichte, 100 mal Prozessor. Und forderst du das auch an. 100 Prozessoren, auch von Pufferkisten. Und nächstes Ding und 100 mal Geringedichte. Nee, 100. So, dann brauchen wir 50 Raketen, Treibstoff und 100 Solar. Okay. 50 auch vom Puffer und Solar ist ja eh automatisiert. Machst du auch 100 auch vom Puffer. Dann brauchen wir noch 100 Akkus und 15 5 Radare. Das ist auch kein Problem. 100 Akkus. Nicht doof, wo sind die Akkus hier? 100 Akkus, 100 Puffer und 5x Radar. Nicht 50. Boah, bringt ja gleich viel. Okay, dann hätten wir einen Satelliten eigentlich immer da. Ja, vielleicht. Was fehlt denn jetzt noch? Hier fehlt das. Jetzt haben wir den Satelliten. Ich würde euch verdoppeln auf 200 und euch verdoppeln auf 200. Dass wir über das Doppelte immer da haben, dann brauche ich euch 100 und Solarzellen 200. Bei euch brauche ich dann auch 200. Da, naja, 10. Ich weiß nicht, wie lange die dauert zum Craften. Ich habe jetzt das Schnellste im Grunde, was geht. Warte mal kurz. Ich will mal gucken, ob ich das vielleicht nochmal extra kopiere. Die Nase juckt. Ich weiß nicht. Irgendwie so. Kennt ihr das Kribbeln? Der geht verdammt schnell. Das Satellit. Ich will aber nicht so viele Satelliten auch da haben. Weil die sind teuer. Der geht verdammt schnell. Okay. Dann. Entweder klatsche ich dich da so jetzt mitten rein. Oder ich mache dir so ein kleines extra Plätzchen da oben vielleicht. Mache ich. Mach dir so ein kleines extra Plätzchen da oben. So. Peng. Dann brauchen wir. Also einmal kriegst du auch Geschwindigkeit-Updates. Wir brauchen Anforderungen. Paar mehr. Wir brauchen. Mache ich einfach mal. Wir brauchen 10 Raketensteuer, 10 mal Dichte, 10 mal Ding. Okay, da mache ich jetzt Anforderungskisten. Nicht so viele. Machen wir das so und dich drehen wir um. Du wirst eine passive Anbieter. Ah, doch. Ich brauche hier noch eine, weil ich den Satelliten ja noch einpacken muss. Genau. Dann forderst du, was haben wir gesagt? 10 Raketensteuereinheiten. Raketensteuereinheiten. Und zwar keine 10, sondern eigentlich müsste ich sagen 1000. Wir machen aber daraus, wir machen 200. Hier 200, weil das müsste eigentlich von der Logistik schnell genug nachkommen. Was habe ich jetzt? Raketensteuer.
Leichte Dichte und dann brauche ich noch Raketentreibstoff, auch 200. Auf den Pufferkisten. Und hier den Satelliten. 5. Oder? Auf den Pufferkisten. 5 Satelliten. Dann. Mehr. Wir müssen da mehr anfordern. 500. Weil das geht sehr schnell. 500. 500. Und Satelliten reichen die 5. Es geht sehr schnell. Es geht sehr schnell. Boah. Das Satellit wäre da, aber wir müssen eh erstmal die Raketen bauen. Es geht wirklich schnell. Boah, geht schnell. Aber es geht nicht schnell genug. Ich denke, es sollte vom Tempo her überall funktionieren. Ansonsten baue ich nochmal aus. Wir haben ja noch ein bisschen Platz. Wird weiter ausgebaut. Das ist mir egal. Also Satelliten, kein Drehthema. Gut, da hier ist halt. Die Arme sind auch dauerhaft am Reingreifen. Wieder weg. Wieder weg. Ah, ich habe keine Probleme. Es fehlen Raketensilos. Ja gut, das ist mir klar. Die Raketensilos brauche ich. Oh, Wettlauf gegen die Zeit, ha? Huh? Was sind die Raketensilos? So, hier. 200 Prozessoren, 200 Elektromotoren. Gut, 200. 200 Prozessoren. Und, Beton, 1000. Und 1000 Stahlträger. 1000 und Beton. 1000. Die können das da drüben bestimmt hinmachen. Ich hau hier meine Anforderungskisten noch hin, die ich habe. Hey. Meine zwei Anbieterkisten. Müsste eh noch irgendwas fehlen. Noch eine Anforderungskiste, oder? Ja, noch zwei Stück fehlen. Craft ich schnell, bis ich mein Material habe. Wir gucken da drauf. Und es fehlt was. Komm mal, Steam. Was denn in Steam? Du hast geschrieben, ja. Das Autotreffen habe ich schon gesehen. Okay. Es fehlen diese blöden Dinger, sind so langsam. Radar ist schnell. Warte mal, wo sind die? Wo produziere ich die? Wo mache ich die? Die mache ich hier hinten. Jetzt hast du was geschrieben. Ihr seid zu langsam. Ihr seid nicht zu langsam. Warum seid ihr zu langsam? Es fehlt nichts, oder? Nee, es fehlt nichts. Ihr seid einfach an sich zu langsam. Das wollte ich doch nicht. Mist! Egal, ich kopiere euch nochmal. Kopiere euch. Habe ich denn noch Platz irgendwo hier dazwischen? Daher. Und ich kopiere euch. Daher. Jetzt brauche ich aber mal ein paar Geschwindigkeitseinser.